Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch 6 Methoden zeigen, wie ihr einen verstopften Abfluss wieder frei bekommt. Dieses Video hier entsteht in Zusammenarbeit mit notprofi.de. Dort findet ihr Rohrreinigungsunternehmen aus eurer Region zu fairen Preisen, die euch eventuell auch bei diesen Problemen unterstützen können. Link zu notprofi.de findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommen wir auch gleich zur ersten Methode, und zwar zu der Methode, die in Deutschland am meisten eingesetzt wird bei kleineren Verstopfungen. Und zwar ist das die chemische Keule. Hier gibt es einige Vorteile und auch einige Nachteile. Beginnen wir erstmal mit den Vorteilen. Der Einsatz ist sehr einfach. Wir drehen die Flasche um, lesen durch, wie das Zeug eingesetzt wird, dosieren es dann dementsprechend hier eventuell mit der Kappe, geben es ein, warten die Zeit ab und hoffen, dass die Verstopfung gelöst wird. Die Nachteile liegen hier gleich auf der Hand. Das Zeug ist natürlich nicht gerade gesundheitsfördernd, deswegen habe ich auch hier Handschuhe an. Es ist sehr schlecht für die Umwelt und der Reinigungsfaktor, auch wenn der immer hier sehr stark auf diesen Verpackungen beworben wird, ist bei weitem nicht so stark, wie er hier beworben wird. Das Problem hierbei ist, wenn wir diese Substanz hier eingeben, läuft diese hier in den Siphon ein und legt sich sofort auf die erste Verstopfung auf. Das heißt, haben wir einen größeren Knäuel hier drin, wird nur die Oberfläche der Verstopfung angegriffen, angelöst. Tiefergehende Verstopfungen können wir hiermit garantiert nicht lösen. Und alles, was hinter dem Siphon, also hinter dem Bogen liegt, können wir hiermit auch nicht erreichen. Denn wir haben in der Regel Wasser im Siphon und je weiter hier diese Substanz in den Siphon eindringt, je stärker wird sie verdünnt und je schwächer wird sie auch. Weil dahinter liegende Verstopfungen im Rohr kriegen wir auch nicht. Also ist dieses Material oder diese Substanz eher nur ein Notbehelf und dann auch noch sehr schlecht für die Umwelt. Dann kommen wir als zweites gleich in die Kategorie Hausmittelchen. Hier gibt es ja viele verschiedene Mittel, die hier im Internet kursieren, mit denen man eine Verstopfung frei bekommen kann. Zum Beispiel Essig, Natron und natürlich das allseits beliebte Backpulver. Diese Substanzen haben in etwa dieselbe Wirkung wie unsere chemische Keule, mit einem Vorteil: sie sind natürlich umweltverträglich. Wie können wir hiermit arbeiten? Die einfachste Variante ist natürlich das Backpulver. Das Backpulver können wir ganz einfach verwenden. Wir nehmen hier so ein kleines Tütchen, reißen dieses auf, begeben uns zu unserem Abfluss, schaut, dass er frei ist. Das heißt, wenn hier so ein Stöpsel drin ist, ein Pilz, entnehmt diesen und gebt einfach euer Backpulver hier ein. Dieses lasst ihr etwas wirken. Es ist natürlich wichtig, dass hier etwas Feuchtigkeit in eurem Abfluss drin sein muss. Ist das nicht vorher der Fall gewesen, könnt ihr natürlich auch etwas vorher einlassen. Das Backpulver entfaltet in der Regel auch sofort seine Wirkung. Ihr seht und hört das. Es gibt so ein kleines knackendes, blubberndes Geräusch und es bilden sich Bläschen. Ihr wartet einfach diesen Prozess ab. Das kann 2 bis 10 Minuten dauern. Wenn ihr hier nichts mehr hört, lasst ihr einfach Wasser nach und schaut, ob eure Verstopfung dann dementsprechend beseitigt wurde. Wie gesagt, dieses Mittel hilft natürlich auch nur oberflächlich oder wenn die Verstopfung gleich hier unten im Siphon ist. Habt ihr kein Backpulver zur Hand, könnt ihr hier natürlich auch alternativ Natron verwenden. Wie geht man mit Natron vor? Ganz einfach, ihr gebt so 3 bis 5 Tee- oder Esslöffel Natron in euren Abfluss und gebt hier etwas Essig hinterher. Und wir sehen, wie hier sofort das Spiel beginnt und eine heftige Reaktion setzt ein. Und somit wird dann eventuell auch euer Abfluss frei. Um die Reaktion zu verstärken, könnt ihr natürlich auch das Essig etwas erwärmen und dann hier mit so einer Tasse einfach eingeben. Und man hört sofort, wie dann diese Reaktion richtig hart aufkeimt. Und somit habt ihr eventuell nochmal einen etwas besseren Effekt. Hat dann diese Reaktion nachgelassen, gebt ihr einfach etwas Wasser wieder in euer Waschbecken und schaut, ob hier die Verstopfung dann dementsprechend abgeklungen ist oder nicht. Wie gesagt, diese Methoden helfen nur bei einer Verstopfung, die sich oberhalb des Siphons befindet oder direkt unten im Siphon. Alles, was weiter hinten verstopft ist, kann hiermit natürlich nicht gelöst werden. So, das waren jetzt die einfacheren Methoden, die noch jeder nachmachen kann. Kommen wir nun zu etwas aggressiveren Methoden, und zwar den heiß begehrten
Pömpel. Ich habe hier ein etwas antikeres Stück, da ich es nicht so oft verwende. Aber wie wird nun mit so einem Pömpel gearbeitet? Hier werden oftmals einige Fehler gemacht. Ich möchte die einfach mal hier ausschließen, indem ich euch einfach zeige, wie das funktioniert. Wir verwenden unseren Pömpel folgendermaßen. Wir sorgen dafür, dass unser Abfluss, soweit es geht, frei ist. Das heißt, entnehmt eventuelle Pilze, Waschbeckenpilze oder Stöpsel hier heraus. Wir bringen etwas Wasser in den Abfluss ein. Zumindest wenn noch keines hier drin vorhanden ist. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis, der immer wieder vergessen wird. Und zwar hier dieser Überlauf. Diesen müsst ihr verschließen. Wenn ihr diesen nicht ordentlich verschließt, hat euer Pömpel eigentlich null Wirkung. Wie verschließt man ihn? Ganz einfach, ihr nehmt euch einfach so einen Lappen, ein Tuch oder sonst irgendwas, eventuell vielleicht auch etwas Klopapier, macht dieses nass und gebt das einfach hier oben in den Überlauf ein, sodass dieser verstopft ist. Jetzt nehmen wir unseren Pömpel, setzen ihn hier unten auf unseren Abfluss auf, achtet darauf, dass er rundherum dicht schließt und lassen noch etwas Wasser in das Becken ein. Wir schauen, dass das Wasser den Pömpel komplett umschließt. Habt ihr drinne eine Verstopfung, wird das natürlich auch stehen bleiben. Bei mir läuft es ab, weil ich hier nämlich jetzt keine Verstopfung habe. Also wir geben etwas Wasser ein und pumpen in gleichmäßigen Intervallen immer wieder schön in unseren Abfluss hinein. Hierdurch wird ein Wechsel aus Druck und Unterdruck erzeugt und hierdurch wird mitunter dann eure Verstopfung im Siphon so weit gelöst, dass ihr sie dann ausspülen könnt. Der Nachteil bei dieser Vorgehensweise, auch hiermit können wir nur Verstopfungen beseitigen, die sich am vorderen Rand des Siphons befinden oder direkt im Siphon drinne. Weil dahinter liegende Verstopfungen bekommt man somit eigentlich nicht in den Griff. Und hier gibt es auch einige Risiken. Wenn ihr sehr stark pumpt, habe ich es schon gesehen, dass manche Personen sich das Waschbecken kaputt gehauen haben. Oder durch diese Pumpbewegung wurde auch vielleicht unten der Siphon abgeschossen oder eventuell auch hinten ein Rohr gelöst und wir hatten danach eine größere Überschwemmung. Das heißt, wenn ihr euch das hier nicht zutraut, lasst bitte sowas dem Profi machen. Wie ihr einen Profi findet, habe ich euch ja am Anfang des Videos erklärt. Link zu Notprofi unten in der Videobeschreibung. So, last but not least, wenn der Pömpel natürlich nichts gebracht hat, rennt man dann schnell in den Keller, sucht sich schnell irgendwas und dann kommt dann gerne sowas hier zum Einsatz, Draht, ein Wasserschlauch oder sonst irgendwelche Kabel und diese werden dann hier in den Siphon hineingestopft und man versucht, diese Verstopfung zu lösen. Hiervon rate ich im Großen und Ganzen ab, denn das geht meistens schief. So ein Draht ist meistens zu steif oder zu weich, um so eine Verstopfung ordnungsgemäß lösen zu können. Ihr könnt auch eigentlich nur Verstopfungen lösen, die ihr direkt gerade mit dem Draht erreicht, denn ihr habt ein Problem. Ich habe euch einfach mal hier einen Siphon nachgebaut. Ich weiß, das ist eine sehr wilde Konstruktion, aber hiermit sieht man da wirklich, was passieren kann. Wir können jetzt hier unseren Draht nehmen mit der flachen Seite oder mit der nicht gebogenen Seite, führen diese hier in den Siphon ein. Und ihr merkt dann, wenn ich hier unten ankomme, kann ich den Draht nicht mehr weiter einführen. Ich kann ihn jetzt mit Gewalt hier irgendwie durchdrücken, aber ihr seht, hier ist dann irgendwann Schluss und er verkeilt sich hier drinnen. Jetzt müssen wir ihn zurückziehen und wenn ihr Pech habt, passiert euch das, was mir jetzt hier passiert ist. Er hängt fest. Was nun? Jetzt wird guter Rat teuer und ihr müsst jetzt sowieso den Profi holen. Noch schlimmer wird es, wenn man dann den Draht eventuell vorne umbiegt. Das ist eigentlich sogar erforderlich, um die Verschmutzung hier aus dem Siphon herauspicken zu können. Dann bringt man das auch wieder ein. Und auch hier kann sich ganz schnell der Draht irgendwo hier drinnen verkeilen. Noch schlimmer ist das, wenn ihr weit genug mit dem Draht hineinkommt und er verkeilt sich hinten in den Rohren, so könnt ihr mitunter noch nicht mal mehr den Siphon abbauen, weil der Draht hier drinnen alles blockiert. Also das ist die Methode, von der ich am meisten abrate. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten Werkzeug, und zwar die Spirale. Die Spirale an sich funktioniert ähnlich wie der vorhin gezeigte Draht, hat aber große Vorteile, denn ihr seht, diese ist deutlich flexibler aufgebaut. Hier gibt es auch verschiedene Systeme, welche zum Auswickeln, die sind dann noch komfortabler. Und hiermit können wir dann auch in unseren Abfluss eintauchen. Und ihr seht, hier vorne an der Spirale ist so eine kleine Spitze und so ein kleiner Wirbel oder ich nenne es einfach mal eine Art Feder. Das ist dazu gedacht, dass man sich hiermit in die Verstopfung einbohrt und dieses so herausziehen kann. Wir testen das jetzt einfach mal, indem ich hier die Spirale eingebe.
und diese vorsichtig hier einführe. Auch hier seht ihr ganz schnell, wir haben hier unten an unserem Siphon einen Siphon mit einem kleinen Auffangbehälter. Und hier kommen wir auch ganz schnell an unsere Grenze, denn ich komme mit meiner Spirale einfach nicht um diese Ecke herum. Hier müsste ich jetzt den Siphon ausbauen und dann weiter drinnen arbeiten. Das will ich aber jetzt hier erstmal nicht machen. Das heißt, ich zeige euch einfach mal, wie das so funktioniert. Wir stecken die Spirale quasi jetzt in die Verstopfung ein, begeben uns zum Griffstück der Spirale und drehen dieses. Durch diese Drehbewegung dreht sich hier drin, auch wenn man das jetzt nicht gut sieht, die ganze Spirale und bohrt sich so in die Verstopfung ein. Habt ihr die Verstopfung gegriffen, zieht ihr diese einfach kraftvoll nach hinten aus und könnt somit eure Verstopfung hier entnehmen. Auch hier solltet ihr mit Vorsicht arbeiten, denn diese Spirale verkeilt sich auch mal ganz gerne hier drinnen, reißt nicht an dem Teil herum. Hier können schwerste Schäden an eurem Ausguss entstehen. Besonders schwierig ist der Einsatz der Spirale hier bei diesen Abflüssen. Ihr seht, wir haben hier eine Art Sieb aufgebracht und hier sehe ich dann immer wieder, auch in diversen Videos, wie einfach die Spirale hier durch so ein Loch durchgeführt wird und man bobelt sich so irgendwie in den Abfluss hinein. Wenn euch hier diese Spirale hängen bleibt, bekommt ihr diese garantiert nicht mehr heraus und müsst dann eventuell hier den Siphon ausbauen, was natürlich hier in so einer Dusche nahezu unmöglich ist. Auch achtet bitte darauf, hier dieses Sieb hat zwar hier eine Mittelschraube, bitte löst diese nicht, denn der Siphon ist mit dieser Mittelschraube von unten an das Becken angeschraubt. Wenn ihr diese löst, kann es passieren, dass der Siphon nach innen abstürzt und ihr diesen nicht mehr greifen könnt. Denn das hier ist eine Dusche und diese ist hier von außen gefliest. Hier komme ich garantiert nicht mehr dran. Hier muss ich dann den Profi holen und muss ausstemmen lassen und den Siphon reparieren lassen. Also hier bei diesen Abflüssen würde ich von dem Einsatz der Spirale eher abraten oder wie gesagt alles auf eigene Gefahr, denn hier verklemmt sie sich wirklich sehr schnell. So, und zu guter Letzt, wenn natürlich nichts mehr geholfen hat, bleibt einem nur noch eine Möglichkeit, und zwar hier den Siphon zu öffnen oder gar auszubauen. Aber hier eine ganz große Bitte an euch, wenn ihr euch das nicht zutraut, lasst hier eventuell dann die Finger davon, denn hierbei kann eine ganz große Sauerei entstehen. Beim Öffnen des Siphons könnt ihr Wasser verkippen, es kann Dreck hier herausfallen. Noch schlimmer, wenn diese Siphons ein gewisses Alter haben, manchmal sind sie aus Plastik, manchmal hier aus Messing, wird das Material porös. Das heißt, ihr bekommt entweder den Siphon gar nicht auf, weil er vergammelt ist, oder er bricht auseinander. Spätestens beim Zusammenschrauben brechen hier dann dementsprechend die Verschraubungen und ihr habt hier eventuell eine Undichtigkeit, die euch im ersten Moment nicht auffällt und dann eventuell hier in eure Wohnung mit wenigen Tropfen eintropft und ihr habt dann schlussendlich einen großen Wasserschaden. Also wenn ihr euch das nicht zutraut, dann sucht euch einen Fachmann. Wie das geht, habe ich euch ja am Anfang des Videos erklärt. Link zur Notprofi unten in der Videobeschreibung. Ich kann euch auch mal hier aus meinem Fundus ein kleines Video einspielen. Hier, das wäre zum Beispiel so ein Siphon. Hier wurde ich auch schon mal hinzugerufen. An so einen Siphon würde ich mich gar nicht mehr dran wagen. Hier sollte man generell einen neuen einbauen. Das würde ich überhaupt nicht mehr aufschrauben, weil ich weiß ganz genau, sowas bekomme ich nicht wieder dicht. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Hier auch nochmal ein herzliches Dankeschön an notprofi.de, die mich hier in diesem Video unterstützt haben. Link zu notprofi.de, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auf jeden Fall Hilfe, wenn ihr hier nicht mehr weiterkommt. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.